Das ist schon echt krass schön hier. Nordwashington, Nordwest-Washington. Ich habe noch 15 Minuten, 15 Kilometer bis zu meiner Rest Area, wo ich eventuell stehen bleibe heute. Ich wollte ja mal behaupten, die Natur lä lädt zum Wandern ein, aber nee, doch nicht. Ja. Ich bin ja jetzt gerade ganz gespannt, wie die Wahl ausgeht. Ihr wisst es ja schon längst, wenn ihr jetzt das Video seht. Beziehungsweise vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde mir dann erstmal irgendeinen Livestream anmachen von irgendeinem Fernsehsender. Mal gucken, was ich so finde. Online. Und dann werde ich noch ein bisschen Video schneiden. Das Video, was ich heute schneide, habt ihr schon gesehen. Letzte Woche wahrscheinlich. Nach meiner Berechnung müsste das Video ja jetzt locker eine Woche nach der Wahl rauskommen. Aber so ist das eben mit der Zeitreise. Oh, mein Gott, oh, ich bin gerade voll müde. Das Wetter macht mich irgendwie total träge und müde. Hier auf der Interstate 5 Richtung Süden. Die große berüchtigte Interstate 5, die einmal von Nord nach Süd durchgeht. Bin ich früher auch viel gefahren Richtung Kalifornien. Auch von Kalifornien durch Oregon nach Washington hoch. Aber es ist auch schon eine Weile her. Oh Gott, das war das dritte Mal. Jetzt ist aber genug Zeit, dass ich zum Stehen komme hier. Ist ja immerhin schon fast 3 Uhr Ortszeit. Also 14:50 Uhr. Ist ja immerhin 16:50 Uhr bei mir zu Hause. Bei euch in Deutschland ist es jetzt, ja, spät. Kurz vor Mitternacht, 23:48 Uhr. 51 oder so. 51, ja. Bin jetzt überrascht, dass die hier ein Tempolimit von 60 Meilen die Stunde haben, also 96 km/h. In British Columbia auf der kanadischen Seite waren die Straßen teilweise noch mal deutlich kurviger und steiler und schlechteres Wetter. Und da ist teilweise 120. Beziehungsweise jetzt bei dem Wetter haben sie es auf 100 abgesetzt. So gibt es überall immer so Schilder, Leuchtschilder über den Straßen. Das ist so ein. Nennt sich Variable Speed Corridor, also ein variabler Geschwindigkeitskorridor, wo sie halt immer anpassen können. Da war heute teilweise 100, aber es gab auch Stellen, da war dann 120. Ah, kaum beschwert man sich. Speed Limit 70, Trax 60. Na toll. Edmund weiß nicht, dass hier ein Truckstop ist. Edmund weiß auch nicht alles. Ich habe ja so eine App, wo man so Rest Areas und Wagen und Truckstops gucken kann. Und die App hat mir verraten, hier ist ein Truckstop, ein relativ neuer wohl. Den sieht man noch nicht mal auf Google Maps und Edmund weiß nichts davon.
So, Pilot Truck Stop rechts. So, müssen wir den Eingang finden. Das ist dann wohl hier. Ja. Das ist ja mal ein komischer Eingang. Aber da steht dran, der Trucks. Trucks, Entrance, RV, Exit only. RV höre ich ja gar nicht gerne. Jede Menge Platz. Ach, alles Reservierte. Okay. Das ist natürlich blöd. Aber da ist, glaube ich, noch was. Ja. Doch noch ein paar Plätze frei. Sehr schön. Melton. Melton wird mein Bettnachbar heute. So, kleines Problemchen. Ich habe den Trailer übernommen und eine der Markerlichter in der Mitte geht nicht. Es sieht jetzt ein bisschen orange aus, das ist eindeutig rot. Also zeigt die Kamera mal wieder nicht so richtig. Das ist schön knalliges Rot, aber die dritte Lampe ist kaputt. Und ich muss die jetzt ganz machen. Und ich habe mir hier so ein bisschen Werkzeug gekauft. Schon länger überfällig. Eine Nietenzange, ein paar Nieten, Schraubenzieher. Ein paar Weißgrip-Zangen und damit mache ich das jetzt ganz hoffentlich. Und manchmal ist einfach nur der Stecker nicht drin. Ist das zu glauben? Der Stecker ist nicht richtig drin. Da ist die Haltenase abgebrochen. Na gut. Wie kriege ich das hin, dass der hält? Hoffen? Hoffen und beten? Ist ja witzig. Ich habe gedacht, ich muss mal eine neue Lampe kaufen. Den mal so, dass der nach oben geht. Erst muss ich die Dinger rausschlagen. Habe ich der Firma gerade richtig Geld gespart, weil ich das eigentlich nicht machen muss. Ich kann damit auch in die Werkstatt fahren und lasse das machen, aber das kostet mich Zeit und Zeit habe ich nicht und Zeit möchte ich nicht. Deswegen habe ich das jetzt selber in die Hand genommen. Weil das ist ja der Trailer und der Trailer ist nicht meine Verantwortung. Also ist meine Verantwortung, ja, aber ich muss den nicht bezahlen. Von daher hätte ich damit auch in die Werkstatt fahren können. Aber nein, möchte ich nicht. So, schauen wir doch mal, was wir hier so an Nieten haben. Das ist aber eine Niete, ey. Ich habe mal eine Niete, die passt sogar. Aber ich bin gerade so froh, dass ich das in Angriff genommen habe. Jetzt soll ich mal das Licht ausmachen. So, jetzt sehe ich wenigstens auch was. Ach, ist da wieder was für unseren kleinen Schmutzfink. Die Nietenzange war eigentlich für was ganz anderes gedacht. Aber nun habe ich sie da. Und das funktioniert richtig gut. Also wie gesagt, ich muss das nicht machen, aber in dem Fall sage ich mir einfach, ich habe jetzt mit 5 Minuten Arbeit, oder lass es 10 gewesen sein, habe ich mir wahrscheinlich eine Stunde Werkstattaufenthalt gespart, habe der Firma Geld gespart, das werden die nicht mal erfahren und es funktioniert und das macht mich richtig stolz. Boom.
Hallo Mikrofon. Hallo Mikrofon.